Gott! Also wenn hier jetzt jemand gestanden hätte, das wäre nicht witzig gewesen. Hui. Oh. Fuck, ich habe die Gratleiste rausgerissen. Oh, in der verfickt Wand doch halt auch gar nichts, oder? Eine Sache, da werden mir bestimmt viele zustimmen, und zwar das Kabelsalat nervt. Das hier ist jetzt ein Paradebeispiel, das sieht schön aufgeräumt aus. Aber wenn man das hier übereinander mit anderen Kabeln wegräumt, ist es immer ein bisschen nervig, die wieder aus dem Regal rauszunehmen. Und unterm Strich funktioniert es nicht so gut. Es gibt hier schon fertige Systeme, die sind auch günstig. Die werde ich euch vielleicht später auch noch so ein bisschen in dem Projekt zeigen, weil vielleicht werden wir das auch so ein bisschen integrieren. Das Problem ist allerdings, das beste Kabel, was wir irgendwie aufgeräumt weggelegt haben, ist immer ein bisschen nervig, wenn wir es dann irgendwie auseinanderwickeln und sich dann doch irgendwie verknotet. Mit dem heutigen Projekt will ich damit halt eben Abhilfe schaffen und da werde ich euch so ein bisschen mitnehmen. Hinter der Kamera habe ich mir bereits eine Schablone gebaut, die wir heute so generell nutzen werden. Das hier ist das Prinzip, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht, wir haben einen Griff, wir haben hier diese Schablone und da werde ich euch jetzt erstmal zeigen, wie es aussieht, wenn wir das Kabel aufrollen. Wir können unser Kabel nehmen. Können es hier ganz entspannt reinhängen und können es danach auch hier aufwickeln. Ihr seht, das funktioniert relativ einfach. Nachdem wir das Kabel aufgewickelt haben, können wir es in einer Schlaufe einfach hier in das Kabel reinlegen und dann löst sich diese Verbindung auch nicht mehr und wir könnten es auch so in den Sprinter oder in unser Arbeitsauto reinlegen. Das erste haben wir jetzt natürlich mal geschafft. Wir haben das Kabel aufgewickelt, so damit wir es auch wieder einfach abwickeln können. Das Schöne an diesem System ist aber auch direkt das Folgende. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Tauchkreissäge haben, ich nenne das Beispiel nur, weil ich das tatsächlich heute Mittag hatte, als ich eine Holzlieferung hatte, da habe ich das Kabel genommen, habe es eingesteckt, habe nicht die komplette Länge gebraucht und habe es einfach rausgezogen, soweit wie es braucht. Und dazwischen war ein großer Knoten. Was wir jetzt machen können, ist, dass wir das Kabel nehmen, gehen an unsere Steckdose, stecken das Ganze ein und wenn wir nur bis zur Werkbank zum Beispiel den Strom brauchen, dann können wir das jetzt hier hinlegen und könnten theoretisch unseren Strom abzapfen. Das ist so der Grundgedanke von dem heutigen Projekt. Und darüber hinaus will ich es auch noch für was anderes benutzen, warum ich mich doch für dieses System hier entscheide und nicht für ein anderes. Wir werden jetzt als nächstes ein bisschen Material nehmen. Und zwar werde ich hierfür Pappelsperrholz nutzen. Das habe ich vorher noch nicht verarbeitet. Deswegen werden wir das in dem Projekt auch direkt mal tun. Pappelsperrholz und kein MDF, weil Pappelsperrholz eher Feuchtigkeit verträgt als MDF oder Spanplatte. Unser Pappelsperrholz befindet sich... Ach Gott! Also wenn hier jetzt jemand gestanden hätte, das wäre nicht witzig gewesen. Hui. Wenn ihr mit mehreren Personen bei euch in der Werkstatt seid, macht eine Sicherung dran. Ich habe es unterschätzt. Ich kenne die Teile nur so in den ganzen saarländischen Schreinereien, wo ich halt eben war, genauso wie das Material dort gelagert. War jetzt natürlich mein Fehler, dass ich an dem Stapel gezogen habe und nicht an der anderen Seite. Aber das hätte natürlich auch passieren können, wenn man es schiebt. Also immer aufpassen, was er macht in der Werkstatt. Es ist jetzt nichts passiert. Viel kaputt gegangen wird jetzt auch nicht sein. Wenn eine große Maschine dort gestanden hätte, die neu und teuer gewesen wäre, das wäre kacke gewesen. Und vor allen Dingen, wenn da die Emma natürlich gelegen hätte oder irgendwie ein Besucher oder irgendwie ein Mitarbeiter hier in der Werkstatt. Heieiei. Hilft ja alles nichts. Jetzt müssen wir die Scheiße wieder hochheben. Das ist eigentlich mit am blödesten. Amen, Papa. Wenn die Platte hier schon frei ist, können wir sie aber wenigstens als rausnehmen. Boah, Alter, die ist gebrochen. Boah, Alter, die ist hier längst durchgebrochen. Boah, da sieht man mal, wie viel Power da entsteht. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Boah, die ist auch offen. Boah, leck. Alter Verwalter. Aber dafür geht's, oder? Ist okay. Leck mich am Arsch hier. Also, was ich jetzt als erstes machen werde, ist auf jeden Fall mal unten Kantholz reinlegen, dass die Platten schräger stehen. Da ist es mal auch egal, wenn die ein bisschen rund gehen, weil die gehen sowieso ein bisschen rund. Ey, unterschätzen das nicht, die sind schwerer als man männe könnt. Und dann sind alle glücklich. Jetzt geht's aber weiter. Einiges an Zeit ist vergangen. Wir können jetzt hier mit dem Projekt weitermachen. Ich würde euch übrigens nicht empfehlen, die Schablone aus Spanplatte zu machen. Das kann man nämlich nicht so gut festkleben. Ja, da haben wir jetzt schon einige Klebereste. Zum Glück habe ich hier diesen neuen Bausatz im Online-Shop. Das ist ein Tester, den habe ich gemacht.
um zu schauen, ob das Ganze so funktioniert. Und mit dem kann man sowas sehr, sehr gut lösen. Ich werde mich jetzt doch wieder für doppelseitiges Klebeband entscheiden, weil das hier mit der Spanplatte in Kombination etwas besser funktioniert. Deswegen nehme ich das und keinen Sekundenkleber mehr. Diese großen Abschnitte, die werden wir jetzt direkt mit der Bandsäge abschneiden. Bündigfräser fertig und jetzt kann der Abrundfräser ins Spiel. Ich habe hier eine Rasterfunktion, das bedeutet, ich muss das Ganze nach oben stellen, feststellen und jetzt habe ich wieder meine perfekte Höhe und kann jetzt abrunden. Bis jetzt habe ich mal so ein paar Dinge festgestellt. Pappelsperrholz ist nicht so mein Lieblingsmaterial, weil es lässt sich nicht so gut verarbeiten. Die Platte, die bei mir angekommen ist, hat auch diesen Bogen hier gemacht. Das habe ich auch bei diesen kurzen Teilen hier gemerkt, die waren alle relativ rund. Es ist relativ leicht, dafür ist es cool, aber ich würde sagen, dass ich da jetzt schon coolere Materialien kennengelernt habe, wie zum Beispiel Lisocore, wenn es wirklich auf die Leichtigkeit und auf die Planheit ankommt. Dabei ist es auch gar nicht mal so günstig, dieses Material. Es kostet, glaube ich, pro Quadratmeter um die 8 Euro netto weniger als Birken Multiplex. Und dabei ist Multiplex aber wesentlich, wesentlich besser zu verarbeiten und halt eben auch besser aufgebaut. Schleif, Schleif, wilder Schleifpill. Und fertig geschliffen. Die ganzen Teile sind somit jetzt... Mann, was für ein blöder Übergang. Die ganzen Teile sind jetzt schon mal fertig geschliffen. Und das sind erstmal so diese Kabelhalter. Mit denen könnte man jetzt auch schon weitermachen, beziehungsweise man könnte es so lassen und könnte es halt eben so nutzen. Aber ich will das Ganze noch ein bisschen organisieren, ein bisschen mehr. Und deswegen will ich eine eigene Station bauen, wo diese ganzen Halter rein können. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, wir lagern unsere Kabel hier drin. Und ich will sie so auch benutzen können. Das bedeutet, ich brauche ein Verlängerungskabel, also schnappe ich mir hier dieses Teil, im besten Fall aus einem Regal. Und da sollen all meine Verlängerungskabel, die auch vielleicht noch dazukommen, sollen da drin gelagert werden. Und ich denke mal, wenn die so senkrecht hier angeordnet wären, dann wäre das eine coole Optik. Und das wäre auch vielleicht ganz praktisch zu nutzen. Wir haben hier unseren Griff, um das rauszuziehen. Und wenn es so drin aufgebaut wäre, dann wäre das, denke ich, eine gute Sache. Wir werden ein bisschen Spanplatte hinten aus dem Regal holen. Aber diesmal werden wir schauen, dass nicht alles rumfällt. Und ich habe auch eine Idee, wie das Ganze sicherer vonstatten geht und ich besser an die Platten rankomme. Der Plan, den ich nämlich habe, ist, dass ich Platten einfach gegen den Stapler lege und seitlich ist das da jetzt nicht so wirklich viel Belastung, die jetzt hier gleich drauf kommt. Dann kann ich besser die Platten rausziehen. Das war mal mein Gedanke. Das hier sind Abdeckplatten, deswegen werde ich jetzt eine einfach mal benutzen, dass ich damit immer dann den Grobzuschnitt mache. Und die andere habe ich noch über. Die sieht aber nicht mehr so schön aus. Ich glaube, das ist eine gute Idee, dass du... Ah. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe gestern Abend, habe ich ja schon gewusst, dass ich das hier heute mache. Und da habe ich mir echt überlegt, eine Akkutauchkreissäge mir langfristig zuzulegen mit einer Führungsschiene, dass ich sagen kann, komm, ich will Plattenmaterial zulegen, eine Plattensäge habe ich nicht. Ich ziehe die Platten so raus, kippe sie hier einfach drauf, da passiert da nichts. Und einfach mit einer Akkusäge ohne Kabel, ohne den ganzen Schnickschnack, da wären wir halt ultra schnell. Aber ich habe noch keine Akkusäge, deswegen muss es heute meine altbewährte kabelgebundene Säge machen. Die Platten haben 1,40 auf 2,08 Meter, das müssten sie haben. 2,08 Meter, das kommt auf jeden Fall hin. Ein Meter 26. So, und jetzt kann ich das Ganze hier einfach zurückklappen. Das hätte ich natürlich eben auch schon machen können. Und jetzt kann die wieder rein. Alter, das war mal easy.
Stapler direkt wegfahre und die Welt sieht wieder schön aus. So schnell und einfach geht's. Dann macht auch alles irgendwann ein bisschen mehr Sinn. Zum Beispiel zu sagen, die Kehrmaschine, dass sie hier bleibt für den Plattenzuschnitt. Die Tauchsäge, dass die auch hier bleibt für den Plattenzuschnitt. Geil. Da, 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 da. La, 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 la. Für euch als Info, ich habe schon ein paar Mal probiert, so große Platten auf die Formatkreissäge draufzulegen, aber da muss man sie auch noch direkt mit Übermaß schneiden, weil so große Platten bekommt man einfach nicht gut geschnitten. Dann verläuft immer so ein bisschen was, beziehungsweise liegt nicht alles richtig 90 Grad bei. Da ist das hier ein bisschen einfacher. Und Leute, natürlich ist jetzt bei Spanplatte das richtige Sägeblatt gefragt. Deswegen tausche ich hier dieses Kombiblatt, mit dem man saubere Längsschnitte machen kann, wenn es halt eben drauf ankommt. Ich brauche bald echt eine bessere Absaugung, weil im Moment ist hier überall noch der Staub. Das ist das Dachhohlkehlenblatt. So nennt es sich im Fachjargon. Herzlich willkommen in meinem Plattenbearbeitungszentrum. Der Anleimer hat endlich seinen eigenen Platz. Ich habe jetzt nur einmal 90 Grad gedreht, damit ich die längeren Teile auch bearbeiten kann. Erstmal das Gerät anmache. Ah, Strominstecke wäre auch ganz gut. Ich habe mir hier eine ABS-Kante bestellt. Die ist veredelt mit Schmelzkleber, weil mein Anleimer kein Schmelzkleberbecken hat bzw. Bad. Lange nicht mehr benutzt das Teil. Oh, Alter, jetzt hätte ich komplett mir in der Runde geheult, wenn der Scheiß da runtergeflogen wäre. Also Leute, es hat richtig gut funktioniert. Ich habe jetzt mal noch mal so ein paar Sachen beachtet. Ist jetzt nicht so, als wenn ich beim letzten Mal nicht wirklich drauf geachtet habe. Aber ich habe mir jetzt auch mal eine Sisalbürste geholt, weil ich habe es vorher mal probiert mit der Ziehklinge, die Teile hier zu ziehen, aber es dauert viel zu lange, muss man ein paar Mal drüber gehen, dass man eine schöne Rundung bekommt. Das Problem beim Schleifen ist natürlich, wenn man das schleift, dann raut man die Oberfläche auf und das wird zu hell. Und das sieht nicht mehr schön aus. Dafür ist die Sisalbürste. Ich glaube, das Teil zeige ich euch mal in einem eigenen Video, weil das ist unfassbar, was dieses Teil hier kann. Die macht die Kante sauber und verreibt die. Ich will es jetzt nicht sagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass das Schleifen ist, aber die Kante sieht richtig gut aus, also so richtig gut. Ach, alles runtergefallen. Das ist unser Korpus, der ist jetzt fertig, der konnte über Nacht trocknen. Und als nächstes werden wir mal einzelne Streifen schneiden, die dann später unsere Führung sein werden für unsere Halter. Wir sehen jetzt hier einmal unsere ganzen Unterteiler von unseren Kabelhaltern und genau das ist das, was ich jetzt hier erreichen wollte. Da kann ich jetzt gleich die Kabel draufpacken und sehe immer, was habe ich noch da in der Werkstatt und wie viele Meter Kabel habe ich jetzt zur Verfügung. Hier soll das Ding hinkommen, die Gradleiste hängt schon an der Wand. Ich werde jetzt mit dem Stapler einmal das ganze Ding vor Ort fahren und dann kann ich es oben drauf flitzen. Das ist schon mal eine feine Sache, also das hätte man um Gottes Willen, das hätte man auch so da draufheben können, aber ich muss mich ja damit kaputt machen. Und so geht es auch ein bisschen einfacher, ohne dass ich so viel verkratze. Oh, fuck, ich habe die Gradleiste rausgerissen. Oh, in der verfickten Wand doch halt auch gar nichts, oder? Oh, ich hasse Dübeln, ey. So, auf ein neues.
Wir machen jetzt einfach mal den Test. So, das Teil hier rein. So, hier sind auch noch einige Kabel, die sich immer verfleddert haben. Kann ich jetzt auch mal aufwickeln. So funktioniert das eigentlich ganz gut. Natürlich ziehe ich das Kabel jetzt nicht wie so ein Wahnsinniger hier um diesen Halter rum, weil man natürlich das Kabel so ein bisschen knickt. Wobei das hier jetzt wirklich nicht der Rede wert ist. Also da wird hier jetzt nichts passieren. Das wird jetzt natürlich etwas enger oben in unserem Halter. Aber mal probieren es mal aus. Ja, das funktioniert auch. Alter, habe ich noch mehr Kabel? Komm, ich will noch mehr Kabel aufwickeln. Das ist immer mega geil. Ich bin ja hin und weg von diesem Regalsystem. Das funktioniert richtig gut. Ich habe jetzt auch die eine vorkonfektionierte Lampe für ein Pavillon. Die ist jetzt auch auf so einem Halter drauf. Das heißt, da ist alles an Strom jetzt irgendwie drin, was wir brauchen. Und dafür sind jetzt hier diese Teile, die ich am Anfang vom Video angesprochen habe. Die kosten wenig Geld. Das heißt, wenn ihr euch diese Arbeit nicht machen wollt oder den Platz nicht habt, dann gibt es auch immer noch solche Teile hier. Kauft euch, ein kleiner Tipp von meiner Seite, kauft euch die kleinen. Weil wenn ihr diese großen hier benutzt, muss das Kabel schon wirklich 20 Meter lang sein. Oder ihr müsst es sehr, sehr eng wickeln. Das heißt, die kleinen reichen normalerweise auch. Da müsst ihr die Rollen bei so einem 5 Meter Kabel nicht ganz klein wickeln. Diese Teile hier werde ich jetzt, oder ich kann sie leider doch nicht bei diesem System hier einbauen, weil ich bin hier sehr begrenzt mit meiner Wandfläche. In meiner alten Werkstatt hatte ich sehr viel Wandfläche. Hier in dieser Werkstatt habe ich wegen den vielen Fenstern fast gar keine Wandfläche. Deswegen werde ich das hier für die Kabel weiterhin im Regal lagern, die ich fast nie brauche. Und werde wahrscheinlich noch zusätzlich ein Kabel mit darunter machen. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Tschüss.